Ich bewerte heute Montana Blacks Energy Gönnergy und ihr habt bestimmt schon einige Videos darüber gesehen, wie ekelhaft dieser schmecken soll oder gut der schmecken soll oder der hier auch nicht schmecken soll. Und wer mich kennt, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Jetzt geht's los. Digga, halt doch die Fresse, denn was ist mit dem? Ich möchte mit dem Besten beginnen, jedenfalls der bestbewerteste, und das ist hier dieser hier. Nämlich Blueberry Coconut Geschmack. Ich finde diese matten Farben auch sehr schön und ich werde mal probieren, wie das so schmeckt. Ne? Bin echt gespannt. Eisgekühlt. Ich habe einen Brand des Todes. Riecht wie dieses weiße Red Bull. Bisschen sehr süß, aber schmeckt gut. Bisschen mehr Coconut als Blaubeere, aber schmeckt gut, ja. Gebe ich eine 7 von 10. Jetzt kommt der hier. Ich feiere die Farbe extrem. Richtig geil, Mann. Richtig nice. Tropical Exotic Geschmack. Ich bin gespannt, ey. Let's go. Riecht sehr nach diesem Solero-Eis. Kennt ihr das Solero-Eis? Der kriegt von mir eine 9 von 10. Ich weiß nicht, warum den alle so schlecht bewerten, Alter. Der schmeckt doch voll gut. Doch, der schmeckt mir sehr, sehr gut. Sogar besser als der blaue auf jeden Fall. Also 9 von 10. Und jetzt kommt der kritischste überhaupt. Und zwar ist das Raspberry Cheesecake Geschmack. Und zwar, ja, ich bin der gleichen Meinung wie alle anderen. Käsekuchen hat normalerweise nichts in einem Energy zu suchen. Aber ich will mal nicht zu vorurteilhaft sein. War das Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Es riecht halt schon nach Käsekuchen einfach. Meins ist es nicht. Es ist so, die erste Sekunde einer frischen Energy Drink und dann diese Schwere von dem Kuchen irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, es ist nicht meins. Ich gebe dem eine 4 von 10. Also ich würde ihn mir kein zweites Mal kaufen. Er ist aber auf keinen Fall so schlecht, wie alle anderen sagen. Also ich bin ehrlich, den hier würde ich mir nochmal kaufen. Die beiden habe ich mir nur zum Probieren gekauft fürs Video, wie viele anderen auch. Und ja, das hier ist der Gewinner.